Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 im Koop-Modus. Mit mir, Marcus Player. Wir sind hier immer noch. Im letzten Part hatten wir ein paar Auseinandersetzungen mit ein paar Leuten. Und hier liegt Kraut. Oh. Davon kann man nie genug haben. Ja, kann man bei uns sehen. Warte, ich würde die zwei Schuss wegwerfen, weil das sind nur zwei Schuss. Warte, kannst du mir das mal geben? Weil ja, das, yeah, I'll give you a can of first aid spray. So. Nee, dann hat jeder, dann hast du drei Highlight, voll halt, voll zum Heilen. Und, ich zwei. Ich hab vieles verbraucht. Oh, danke. Ja, damit ihr mich einen Platz habt für rotes Kraut, falls was kommt. Oh, hier liegt Gewehrmunition. Ja, man kann ja nicht sagen, dass das aufnehmen soll. Im Singleplayer kann man dem Partner ja sagen, dass der das aufnehmen soll. Deswegen. Ich weiß eigentlich, was du hast da. Alter, dieses Kostüm. Sieht aus wie der fucking Terminator, Alter. Die Lehrerin und der Terminator kommen. Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oil field. That's in the marshlands. Und da müssen wir hin. Aber erst nachdem wir die alle gekillt haben, die hier alle kommen. Okay, gut, ich guck, ob hier unten welche kommen. Oha, hallo. Oh oh. Ja, lenk du ihn am besten ab. Wo ist das? Direkt vor mir. Oh, hier lag jetzt ernsthaft rotes Kraut, will ich mich jetzt einfach verarschen. Oh oh. Ich habe ihn getroffen, der Machine Gun. Okay, geil. Oh shit! Scheiße, du Blöde, spring da runter! Ja. Du hast Maschinen gerne übernommen? Ja. Weil ich muss nachladen, der Sniper. Ich finde es. Ich weiß, ich wollte nur Angst machen. Ich glaube, die sind alle tot. Aber ich glaube, da oben lag noch Gewehrmunition. Genau, spring da mal hoch. Hier, hier noch welche. Und hier ist auch noch Gewehrmunition. Hier noch in Öl oder was ähnliches. Ja, schnell rotes Kraut. Ja, das kann ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Du?
Was ist hier? Ich habe ja schon das Grüne mit dem Grünes vermischt. Und dann kam halt so ein rotes Scheißding. Und ich habe das übrigens auch sehr gut. Sehr gut gemacht. Hier liegt nochmal Gewehrmunition. Okay. Oh mein Gott. Okay, den Granaten. Oh shit! Habe ich aber geschossen. Was war das denn? Alter, hat der mich gerade erschrocken. Der kam auf einmal aus seiner scheiß Toilette raus. Du musst halt scheißen. Ja, das soll mich aber nicht so erschrecken, wenn er scheißt. Hast du schon das Edelstein da eingesammelt? Ja, habe ich. Und die Typen oben habe ich schon erledigt. Okay, gut. Also ein paar, ich weiß ja auch nicht, welche es sind. Also hier explodiert jetzt sehr viel. Da muss man echt aufpassen, weil da gibt es nämlich sehr viele, wo so explosive Scheiße werfen. Warte. Ich glaube, es kommen noch welche gleich. Ja, ja, natürlich. Die Musik deutet schon an. Warte, warte. Das runtergefallen, der Stein. Ah, okay, gut, hast du schon abgeschossen. Ja, warte, da musst du mir eh hochhelfen. Dann kann ich den einen sammeln. Oh shit, explodiert gleich was. Warte kurz. Versuch den abzuschießen. Nee, der ist tot. Na, dann kann ich ihn schnell einsammeln. Oha. Oh shit! Uff. Alter, da hat sich einfach gerade jemand selber in die Luft gejagt. Hier ist ein Brandgranate. Oha! Brauchen wir Brandgranaten? Vielleicht, keine Ahnung, kann schon wichtig sein, aber. Oh shit! Von hinten. Ja, ich weiß. Oh shit. Weg da! Weg, weg, weg! Oh. Wo lagen die Brandgranaten? Wo liegt die, wo liegen die Brandgranaten? Ah, hab sie gefunden. Ich hab die, glaub, alle getötet. Nein. Oh, okay, gut, der lebt noch. Achtung, kommt noch einer. Ja, ja. Nein! Ja, okay, gut. Sehr gut. Wenn du das Explosive anschießt, dann stirbt er direkt. Ja. Auch das Parasit. Oh, alle besiegt jetzt. Mhm. Jetzt haben wir endlich mal Ruhe hier. Und ich kann natürlich Maschinengewehr nicht mitnehmen. Ist klar. Kombiniere mal den Maschinengewehr-Ding. Ah ja, stimmt, hast recht. Oh ja, stimmt. Du, ja, ich bin hier blöd. Aber halt auch nicht alles, aber trotzdem. Shepard, komm runter. Die trinkt sich mal richtig. Das ist jetzt, was ich denke, was du denkst. Ja, grünes Kraut und Schrotschuss. Oh, das hört jetzt die Hölle.
zum fünften Mal. Nein, so schwer ist. Er nimmt nur den Pistolenschuss wegen Split. Hab ich gleich bemerkt, dass das ist. Ich komm nicht drauf, glaub, das Kostüm von Chris, Alter. Auf dem Bild hat er übrigens so eine Minigun. Hey, hätte er die gehabt, Junge. Ja, das wäre sehr cheaten. Ja, das wäre richtig cheaten gewesen. Aber wahrscheinlich auch nicht unendlich groß. Und würde wahrscheinlich auch schwierig sein. Ja. Das, Chris, ist ein einfacher Bosskampf. Also da ist eine Schwachstelle, die muss man einfach anschießen. Man bekommt... Warte, ich suche mal nach den Minen. Oh Gott. Ja, genau. Warte, ich nehme sie mit, ich nehme sie mit. Lauf, 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 lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ah, Quick Time Events muss das sein. Ja, warte. Oh, hallo. Danke. Gogis habe ich gerade Danke gesagt. Wenn auf Kreis, wenn du geheilt bist, dann kannst du Kreis drücken oder irgendwas. Du brauchst nicht mal den Quick Time Event auszuweichen, um dem auszuweichen. Nee, ich habe gerade irgendwie auszusehen die Waffe. Oh, hier sind Blendgranaten, schau mal, aber jetzt brauchen wir es halt nicht mehr. Was soll ich sagen? Ja, stimmt. Wir brauchen eigentlich nur eine Karte. Warte, Mine. Komm her. Komm her. Oh shit! Warte, ist die Mine noch da? Ja, ja. Ja! Okay, jetzt. Schieß mit Schrot! Oh, pass auf, weg. Boah, ich konnte gerade nichts machen, weil ich gerade eine Nachricht auf Handy bekommen habe. Ach so. Oh, shit! Das war schon. So schnell haben wir es doch nie besiegt. Der ist auch nicht so schwer, der Kampf. Ja, weil der nie in den Granaten kam. Minenfelder. Ja. Yeah. Oh, Chris, du bist so cool. Und schön mit dem Wagen einfach in die Tiefe. Und tot. Ja. Warum kommen die erst jetzt? So. Das war schon das Kapitel.
Oh, wir machen noch das nächste, weil das nächste ist ein ganz kurzes Kapitel. Das machen wir noch in dem Part. Produktion war ich besser. Und warum bin ich immer besser als du? Nichts ungut dabei. Weil du ein Massenmörder bist, ja? Okay, ich stimmt schon. Außerdem, das ist jetzt nichts, womit man flexen kann. Doch. Nein, absolut nicht. Das ist einfach nur noch toll, so ein Feeling zu haben. Das, meine Waffe bitte auch, Sniper. Warte kurz. Auf was? Schnelle Ladegeschwindigkeit. Das reicht, oder? Dann noch Kapazität zweimal so. Reicht. Danke. Also. Noch die Schrotze. Ach so. Die Rotze. Abul, warte mal kurz hier, verbessern. Oh shit. Abul, ja, stimmt, wir haben ja voll viel Schätze, ja. Ja, lass mich. Oh, Junge, hör auf damit. Was auf Feuerkraft, oder? Ladegeschwindigkeit. Und Kapazität. Ungefähr. Okay. Nächstes Kapitel. Was eigentlich auch ein ganz kurzes Kapitel ist, falls du dich noch erinnerst. Und das ist aber dafür auch ein gutes Kapitel. Ja. Was Neues. Yes, but there will be other opportunities. Shepard to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. Jetzt kommen die Motorrad, Leute. They don't let have to, they? Das ist manchmal nur alles. Ja, schießen! Aber das kann auch überhitzen. Ja gut, hat geklappt. Sonst hätte man nämlich jetzt fett Schaden bekommen. Ich sehe nämlich um die Leben von Fahrzeug, das darf nicht kaputt gehen. Nee. Ja, mach du rechts. Ich links gibt's aber auch welche. Oh mein Gott! Okay, gut, die sind alle tot. Jetzt kommen die... Ah, fuck! Ich hasse die mit den Molotovs, da kann ich dich voll lang nicht bewegen. Und dann könnt ihr direkt wieder einwerfen. Du hast ihn nicht festgehalten. Echt? Ja, aber Schaden wird gerade bekommen. Ich geh schau rechts. Das ist nix. Kann ich komplett nach links. Warte, Fahrzeug kaputt. Ist ja sehr gut. Oh nee. Ach man! Du kannst aber auch die Sachen, wo sie werfen, kannst du zurückschießen, indem du sie abfallerst. Dann fliegen sie wieder zurück. Nur so als kleiner Hinweis. Die Jagd hat irgendwie geklappt, oder? Warum gibt's so viel zu sehen? Okay, ja, das hat jetzt geklappt. Ich glaube, es kommen von allen Mengen. Ja, von allen Seiten. Mach du links. 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 Ich
Okay, rechts, der Wagen ist kaputt. Meiner ist überhitzt. Oh, fickt euch doch. Nein, nicht schon wieder einer. Warum können wir nicht eigentlich First Person machen? Was? Warum können wir nicht First Person machen? Ja, oh, okay, Kontrollpunkt. Jesus. Oh Gott. Ja. Oh. Erster Tod. Aber das ist okay, weil jetzt haben wir nämlich wieder mehr Leben. Schieß auf den Truck. Nice. Ich schau noch rechts und nach links. Von weißt du, das war auch interessant. Finn Shepard ist Verlängshänderin, deswegen ist auch die, deswegen ist sie auch rechts auf dem Bild. Warum hast du mir nicht gesagt, dass da ein Truck kommt? Ich dachte, ja. Man darf ja nicht auf den anderen Screen gucken. Achso, sorry. Nein, Spaß. Ist okay. Okay. Oh, der letzte hat er noch. Actionspiel. Da war nichts rampenmäßiges. Es ist ein Actionspiel. Da muss sowas kommen. Aber trotzdem. Egal ob Logik oder nicht. Selbst Resident Evil hat eine gewisse Logik. Und ein Zombie-Shooter. Es gab den sechsten Teil, okay? Man sollte es nicht mehr hinterfragen. Gigante hoch 2. Hallo. Der hat die Muskeln gerochen. Finde ich ein bisschen schade, dass man es so bekämpft, weil in Resident Evil 4 musstest du den immer wirklich dann immer auf den drauf klettern. Ugly Bastard. Auf die Fässer nur schießen, wenn er so eine Attacke macht. Also wenn er quasi eine Waffe nimmt. Komm ich die Parasiten? Ja. Okay. Die einfach anschießen. Oder greift sich irgendeine Waffe? Warte. Ja. Ey Chris, schlag den mal zurück. Mann und Witz, komm hier. Weg ist er.
Hä? Sowas bei den Schatten. Ja. Da stehen einfach noch Leute, die auf uns drauf schießen. So, okay. Okay. Oh ja, Quick Time Events. Na, jetzt weiß es. Hab ich mich auch vergessen, dass da Quick Time Events kommen. Okay, schauen wir die ganzen. Ja, aber jetzt wird die Cutscene. Okay, wir müssen schnell. Ach so, ja, ja, ich weiß, was kommt. Warte, Quick Time Events. Nochmal. Glaube ich. Und jetzt will er voll draufhauen, deswegen müssen wir jetzt ganz drauf anschießen. Sehr gut. Das habe ich, das hab ich. Oh, du bist überhitzt. Das dauert jetzt ein bisschen. Diesmal habe ich nicht geachtet. Ja. Aber sowas ähnliches haben sie dann auch in Revelations noch gemacht. Sowas ein Auge super Hit. Okay, jetzt pass auf, ich will da wieder drauf haben. Oh, er hat es sogar geschafft. Okay, komm. Wie viele Überhits? Oh mein Gott, wir sind fast tot. Okay, komm, das muss ihn jetzt umbringen. Ja, okay, das war's. Das war knapp. Ja. Bisher sind wir echt im Spiel einmal gestorben. Ja, und das war eigentlich nur ein Mini-Kapitel. Ja. Eigentlich also bisher läuft. Nicht der Tod, sondern eher. Ja. Ja, doch, Tod zählt schon, klar. Ich find's nicht. Aber wir sind nie am beim ersten Mal sind wir immer gestorben. Beim ersten Gesundheit. Ich hab nicht genossen. Trotzdem halt Gesundheit. Okay. Hat das gerade einen Schluck auf oder was? Where are you, Josh? Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! You're not going alone. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. You sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We're partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Junge, das Wind Waker Kapitel. Also gut, Leute, das war's jetzt aber auch mit dem Part von Resident Evil 5 im Koop-Modus. Und ciao. Ja, ciao.